Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und auch sehr geehrte Herren, liebe Gäste auf der Empore, ich hatte zwar bei der letzten Stadtverordnetenversammlung schon zu dem Antrag gesprochen und möchte jetzt auch nicht alles wiederkäuen. Ich denke, die Sachlage ist grundsätzlich klar. Aber Frau Wimmers, man sagt ja immer, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, was einem so hingehalten wird, aber ich glaube, ich springe jetzt trotzdem ganz gerne mal darüber. Weil wir sind ganz anderer Meinung als Linksfraktion, dass die Akten keine Enthüllung mehr zu erwarten haben und dass sie deswegen geheim gehalten werden. Wir denken eher andersrum, nämlich dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass der NSU eben nicht zu dritt war. Ich glaube, das ist mittlerweile ziemlich sicher und das sind Sachen, die wir uns auf der Offenlegung der Akten eigentlich erwarten. Das ist eine Sache. Und ich möchte auch nochmal zu dem Änderungsantrag der Grünen und auch der SPD sprechen, weswegen ja das letzte Mal unser Antrag auch geschoben wurde. Dass der zweite Punkt gestrichen werden soll, ist meiner Meinung nach nicht verwunderlich. So etwas hatte ich in der Sache auch erwartet. Die andere Sache, dass die ganze Sache in einem Prüfantrag umgeändert wird, dass die Grünen sich zwar wünschen, dass die Akten offengelegt werden, aber jetzt auch nicht genau wissen, ob da mehr rauskommt oder nicht, finde ich ehrlich gesagt schwierig. Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, jetzt 10 Jahre nachdem der NSU aufgeflogen ist sozusagen, immer noch zu sagen, wir müssen das nochmal prüfen, wir müssen jetzt prüfen, ob das rechtlich geht, wir müssen das nochmal verschieben, wir müssen trotzdem nochmal drüber nachdenken. Vielleicht wird irgendwann was kommen, dann haben wir bald die 30 Jahre auch rum, die Akten geschlossen sind. Also ist es in der Lage, jetzt was zu machen, jetzt wollen die Leute antworten, weil irgendwann brauchen andere keine Antworten mehr. Deswegen sagen wir, es ist Zeit, sich dieser Petition anzuschließen. Es sind über 130 Petitentinnen gewesen. Und die fordern, die Akten freizulegen, weil da mit Sicherheit Sachen drin sind. Das haben wir mit der Causa Stefan Ernst gesehen, dass auch da Probleme liegen. Und wenn wir da jetzt nicht langsam ein deutliches Zeichen setzen, haben wir irgendwann im Hessischen Landtag mehr Untersuchungsausschüsse als reguläre Ausschüsse. Danke. Herr Dreyer.